Hallihallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen spannenden Folge Pokémon Smaragd, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich heiße euch herzlich willkommen und bedanke mich auch, dass ihr die letzte so glorreiche Folge auch so geil bewertet habt. Das ist wie immer sehr, sehr schön. Ich danke. Wir machen hier weiter. Wir haben in der letzten Folge auf Route 108 aufgehört, nachdem wir die zwei Encounter sowohl auf Route 105 als auch auf Route 108 gefangen hatten. Und ja, unser Team sieht aktuell wie folgt aus. Wir haben den Havi dabei. Tai, Tom, Stella, Jan und Claudi. Der Jan ist kurz vorm Abnippeln, ist aber nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt hier dieses Geisterschiff in der letzten Folge entdeckt und da wollen wir einmal drauf schauen. Denn auch hier in diesem Schiffswrack dürfen wir ein Pokémon fangen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da will ich jetzt mal reingucken, was wir dort gegebenenfalls... Wir haben keine Supertränke mehr mit, fällt mir gerade mal auf. Ist nicht gut. Und da will ich jetzt auf jeden Fall mal reingucken, was hier gegebenenfalls auf uns lauern könnte. Ich bin gespannt. Los geht's. Schauen wir mal rein in dieses wunderschöne Schiffswrack. Ein leerer Mülleimer. So ein Mist. Auf jeden Fall sind hier ganz, ganz viele Trainer. Ihr merkt schon. Und die wollen wir natürlich, also gegen die werden wir uns jetzt natürlich messen, ist ja ganz klar, ne? Also, wir werden mal die in Anführungszeichen schwächsten Pokémon reinschmeißen. Den Jan lasse ich gerade mal noch außen vor. Wir werden Havi und Tai reinkicken. Oh, das ist kein Top-Kampf geworden. Naja, egal. Okay, Capoeira wird eingesetzt. Level 25, okay, wenn die nicht stärker sind, dann habe ich hier gutes Spiel, sage ich mal. Dann sollte das nicht allzu schwierig werden. Als nächstes kommt Kecleon. Das ist geil, weil den können wir jetzt mit einer Drachenwutattacke den Typ Drache verpassen. Und gehen dann auf eine Windhose. Sind sehr effektiv und das Kecleon ist dahin. Haha. Ja, Kecleon ist nicht nur ein vorteilhaftes Pokémon. So ist es halt einfach. So, nächster Kampf. Flunkiefer kommt. Auch da, wir gehen auf die Drachenwut. Alles easy, alles kein Problem. Windhose nochmal rein. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, so reicht das vollkommen aus. Es kommt ein Tornupto. Das ist die perfekte Aufgabe für die Stella. Denn mit einer Surfer-Attacke nehmen wir das Tornupto sehr, sehr schnell aus dem Spiel. Auch Tornupto, auch ein Pokémon, was ich gerne im Team hätte, ohne Mist. So, wen haben wir denn da? Hallöchen, mein Freund. Schiffe dieser Art sind sehr selten, daher schaue ich mich so gut um. Die sind andere Kabinen. Okay. Bist du auch ein Trainer? Nö. Kam hier eigentlich so ein Pokémon? Hafenbrief gefunden. Leer. Hier konnte man nicht runterspringen. Ist hier an den Stühlen was zu finden? Nö. Wo geht's denn weiter? Hier lang. Ups. Hallöchen, mein Freund. Wenn wir zur See fahren, nehmen wir Matrosen immer unsere Pokémon mit. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Na klar. Immer rein da. Metagross. Ja, das haben wir wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Metagross ist schon ein starkes Pokémon. Wir nehmen die Claudi rein. Gehen auf die Glutattacke, die ist sehr effektiv. Und damit ist Metagross dahin. Papunga. Ich weiß nicht, was Papunga für ein Pokémon ist. Scheiße, ein Pflanzen-Pokémon. Das ist nicht gut. Kopfnuss. Oh nein, Schlafpuder. Oh nein, Igelsam. Kannst du bitte... Okay, das bringt ja gar nichts. Okay. Ich wusste nicht, dass Papunga ein Pflanzen-Pokémon ist. Es tut mir leid. Wir gehen auf die Glut-Attacke. Und werden es so vernichten. Okay. Hui, das lief ja gerade nochmal gut. Tür ist verschlossen. Lager steht auf dem Schild. Wir können hier aber, glaub, irgendwo... Uah, mir wird schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Uah. Leer. Na, der kotzt aber gerade. Wie kann denn der Mülleimer leer sein? Nee, das stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, meine Freunde. Schiffswrack. Wenn ich hier Taucher habe, kann ich hier später weiter. Das weiß ich zufällig noch. Was haben wir hier drin? Ach so, übrigens, Fluchtseil. Mein Fenster im Raum ist offen, denn wir haben es 34 Grad warm, gefühlt. Ich glaube, in Wirklichkeit sind es nur noch 26 oder 27 oder so. Aber es ist sehr, sehr warm. Und aus diesem Grund
habe ich das Fenster hinter mir offen. Und falls es zu lauten Autogeräuschen kommen sollte, das liegt daran, wir sind direkt an einer Kreuzungsstraße. Also eigentlich wohnen wir direkt an der Hauptstraße und von daher könnte es ziemlich laut sein. Falls ihr mal ein lautes Auto oder so hinterherfährt. Umherfährt, so rum. Nicht, dass er euch wundert. Ups. Nicht, dass ihr euch wundert. Gewaltro kommt. Okay, Gewaltro gegen Havi. Wir gehen auf die Drachenwut. Die macht 40 KP. Das ist in etwa die Hälfte. Ein Gewaltro können wir natürlich jetzt auch kriegen. Havi erreicht Level 32. Sehr, sehr schön. Ein Gewaltro können wir natürlich jetzt auch bekommen, denn wir haben ja... Oh, Beleber. Ja, das ist natürlich was, was wir nicht brauchen. So, da ist ein Doppelkampf und hier ist, glaube ich, auch ein Doppelkampf. Na, dann widmen wir uns dieser Doppelkämpfe, ne? Glurak und Pipi. Ja. Um ehrlich zu sein, nicht so das Geilste, wenn ich ehrlich bin. Stella, komm rein. So und so. Das ist doch sehr gut. Pipi ist dahin. Glurak, auch so ein Pokémon, was ich so gern hätte. Aber kann ich mir ja nicht aussuchen, was ich für Pokémon nehme, ne? Jetzt hört ihr wahrscheinlich Hundegebell im Hintergrund. 1A, wenn man einmal das Fenster bei der Aufnahme aufmacht. Aber ich sterbe, ohne dass das Fenster offen ist. Das wird dann sonst sehr, sehr warm, kann ich euch sagen. Da wollt ihr mich nicht erleben. Da triefe ich hier vor mich hin. Das ist dann nicht mehr feierlich. Da ist ganz schnell vorbei. Also wirklich ganz, ganz schnell. Da war's das. Ich wechsle komplett aus und gehe auf... Oh nein, das war dumm. Das war eigentlich ziemlich dumm. Okay. Schläft Stella immer noch? Ja. Stärke bringt halt auch nicht viel. Aber Surfer von Stella geht durch. Sehr, sehr gut. Das hätte jetzt auch kritisch enden können, dadurch, dass wir mit Tom natürlich den Typen, also Nachteile hatten. Sag mal, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. So, was bist du für einer? Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ja, diesen Scanner, den können wir nur finden, indem wir hier später mit Taucher nochmal herkommen. Glaube ich zumindest, aber wir haben jetzt auch den Lagerraumschlüssel bekommen. Wir können jetzt also rein theoretisch... Ich glaube, das war der hier. Genau. Tür ist offen. TM13 Eisstrahl. Sehr, sehr geile Attacke. Das mit den Stühlen ist auch immer so... Naja, was ist das eigentlich auch für ein Lagerraum? Okay, wir können am Schiffswrack uns jetzt aber auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach, oder? Los geht's. Mal sehen, was wir hier so angeln können. Also zumindest aktuell nichts. Oh, es hat etwas angebissen. Wir haben ein Pokémon am Haken. Ich bin gespannt. Ein Ladybar. Zu was entwickelt sich Ladybar? Hat Ladybar eine Entwicklung? Ein Ladybar. Okay. Ein Ladybar soll es werden. Wir setzen die Donnerwelle ein. Wir setzen die Donnerwelle ein und gehen auf den Superball, ne? Easy peasy, das ging ja wirklich ziemlich einfach. Das ging wirklich leicht von der Hand. Das ist ja wirklich easy. Wegen Ladybar nennen wir einfach Marie, wegen Marienkäfer. Wisst ihr, wie ich meine? Easy. Komm, Marie wurde auf Planets PC übertragen. Alles klar, dann haben wir das hier, was wir auf dem Schiff jetzt machen konnten, glaub auch schon erledigt. Mehr gibt's hier erstmal für uns nicht zu holen. Von daher, Schiff erledigt, Freunde.
Wir können jetzt mit dem Pokénav weiterreisen, also beziehungsweise ich kann jetzt weiter surfen, denn ich muss noch die komplette Route 109 hier zu Ende surfen, damit wir zurück in Grab Fitport City sind. Und da nehme ich euch dann, also wenn wir da in Malvenfroh sind, dann nehme ich euch wieder mit ins Game. Dann schneide ich euch quasi wieder mit dazu, weil alles, was wir jetzt bis dahin machen, wird langweilig. Und das sind hier nur ein paar Trainerkämpfe auf der Route 109, die werde ich machen. Und ansonsten in Malvenfroh City schalte ich euch dann wieder zu, denn dann geht's storyrelevant weiter hier mit Route 118, Route 123, 19 und so weiter. Baumhausen City kommt dann noch. Ihr könnt gespannt sein. Ich nehme euch also gleich wieder mit hinzu. Bis gleich, Freunde. Freunde, ich muss euch kurz mit dazu nehmen. Ich habe Trainerkämpfe gemacht und hey, guckt euch das mal an. Die Tai entwickelt sich. Auf Level 33 wird unser Stoll Junior bzw. unsere Tai zu einem stolzen Stollrack. Beziehungsweise, ja doch, zu einem Stollrack. Glückwunsch, deine Tai wurde zu Stollrack. Sie bleibt aber Tai. Ja, mehr würde ich euch eigentlich gar nicht zeigen, ansonsten es sieht aktuell nicht ganz so rosig aus. Ihr seht schon, ganz, ganz viele Pokémon sind extrem angehittet. Ich muss ganz schnell in die nächste City kommen, um dann meine Pokémon einfach endlich einmal aufzufrischen. Ich versuche hier Leben durchzukommen, falls nicht, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir in Malvenfroh City angekommen. Jetzt habe ich, also das sind aber auch manchmal Namen. Und dann hat man so einen Mundgulasch und irgendwie kriegt man es da nicht ausgesprochen. Ich wollte sagen, wir sind in Malvenfroh City. So, und hier ist auch der Arenaleiter, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Walter, glaube ich. Walter mit seinem Dynamo-Orden. Auf jeden Fall, keine Ahnung, was er von uns will. Er steht hier einfach so mitten in der City rum. Wir haben übrigens alle Pokémon durchbekommen. Ich habe alle wieder geheilt. Alles schick, alles safe. Und ja, wer bist du denn? Also ich weiß, wer es ist, aber was will er? Oh, Hyrus, du siehst also, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Hyrus. Und wenn ich keinen Bock habe? Malvenfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der Neu-Malvenfroh heißt. Ich schicke dich jetzt herunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Neu-Malvenfroh. Kelleröffner erhalten. Mach dir keine Sorgen, Hyrus. Man kann das nicht gerade Ausforderung nehmen. Der Eingang zu Neu-Malvenfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles. Du kannst mir vertrauen. Okay, Route 110 müsste doch hier unten sein, oder? Jo. Das heißt, wir müssen quasi... Nein, nicht hier lang. Harbock, cool. Wir müssen hier hin. Und das müsste neue Malvenfroh sein. Kelleröffner benutzen. Ach du Schande, na das wird ja ein Spaß. Hier unten lauern doch bestimmt Pokémon auf uns. Ich habe Angst. Okay, was kommt denn hier unten für ein Pokémon? Ein Zubiris. Okay. Ein Zubiris. Wird unser Encounter. Kann ich mit leben. Oh nein. Oh, ich wollte schon sagen, jetzt habe ich es, glaube ich, getötet. War gerade so meine Angst. Ich schmeiße einfach mal einen Superball. Okay. Es war knapp, aber es hat sich... befreit. Okay, los geht's. Ja, es wird nichts so richtig. Es gefällt mir nicht. Zubiris hat auch ein ganz cooles Pokémon. Wir haben es auch gefangen. Okay. Für Zubiris wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ich bin nur gerade am Überlegen, welchen Namen ich es gebe. Zubiris. Zubiris wird unsere Iris. Haha. Sehr, sehr cool und sehr, sehr nett. Oh. Hier hätte es Capoeira gegeben. Okay, da bin ich mit Zubiris deutlich zufriedener. Um ehrlich zu sein. Mich würde mal interessieren, was hier noch so kommt. Habitagna, Gott sei Dank. Alles richtig gemacht. Wingull, alles richtig gemacht. Also mit Zubiris
Beste Wahl. Beste Wahl. Okay, ich würde hier mal Superschutz einsetzen, falls ihr nichts dagegen habt. Habe ich noch? Ja, dreimal. Ist auch nicht viel. Ist auch wirklich nicht so viel. Fluchtseil. Das ist gut. Ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgegangen, weil es immer so... Hyperball, geil, haben wir noch nicht. Okay, hier geht's jetzt wieder raus. Wir wollen ja aber nicht raus. Wir müssen ja den Generator ausschalten, wie wir erfahren haben. Hier hinten ist noch ein Ball. Das ist ein Pokémon. Ein Bibor, wäre cool gewesen. Aber ist nicht, sollte nicht sein. Teil erreicht Level 33, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schlecht. Wir haben nur noch zwei Superschutz. Wo haben wir denn den Superschutz gekauft? Weil ich finde nämlich keinen mehr. Na klar. Ein Barschwa. Das kann ja nix. Paraheiler, okay. Ja, na toll. Natürlich habe ich mich wieder mal fürs Falsche entschieden, aber nicht so schlimm. Es kommt ein Onix, wäre auch ein cooles Pokémon gewesen. Aber was soll's. So, und hier müsste der Generator sein, den wir ausschalten sollen. Donnerstein haben wir noch gefunden. Aus mit dem Generator. Klick. Der Generator ist ausgeschalten. Und damit ist für Neumalenfroh Strom alles wieder safe. Wir setzen jetzt, würde ich sagen, ein Fluchtseil ein, damit wir hier rauskommen, schnellstmöglich. Und damit wir zurück nach Normalmalenfroh können und weiter Bericht erstatten können, ne? Das ist nämlich gut und wichtig. Ich wusste es, Hyrus. Ich wusste, ich habe die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Oh, nice. Nimm, du hast sie dir reglich verdient. Geil. Donnerblitz ist cool. Es freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Alter, Donnerblitz ist wirklich cool. Also wirklich, wirklich cool. Okay, das Problem ist, ich kriege nirgendwo Schutz ran. Das ist halt doof. Das ist halt wirklich doof. So, und hier müssen wir jetzt weiter. Das ist tatsächlich das Gebiet, wo wir noch nicht waren. Wir haben zwar auf der Route jetzt hier schon definitiv geangelt, also wir dürfen hier nichts mehr fangen, aber hier müssen wir jetzt auf alle Fälle weiter. Aber Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinsehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und immer schön up to date bleibt. Auf Instagram könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Da kündige ich immer meine Streams etc. an. Und ansonsten eure netten Worte in die Kommentarsektion reinspammen. Ich danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt alle schön gesund und ciao, ciao.